PBA World Tour 93, die Formel 1 im Windsurfsport. Die besten Surfer der Welt unterziehen die neuesten Brettdesigns und radikalsten Segelschnitte einem Härtetest im Wettkampf. Die renommiertesten Shaper versuchen für ihre Topfahrer immer schnellere Boliden zu bauen. Ein 6 Monate alter Shape gehört bei Slalomrennen oft schon zu den Oldtimern. Spitzensurfer wie Robbie Seger oder der 6-fache Weltmeister Björn Dunkerbeck lassen sich von ihren Haus- und Hof-Shapern für jede Disziplin bis zu 8 verschiedene Spezialboards anfertigen. Aus dem World Cup kommen auch immer häufiger Brettdesigns für die Serienproduktion. Der Speedrekord für Serienbretter liegt bei 78 Stundenkilometern und damit nur 6 km/h unter dem der Spezialboards. Der amtierende Weltrekordhalter David White benutzt bei seinen Rekordversuchen einen serienmäßigen F2 Sputnik 265. Er bekommt seine Boards, wie jeder Freizeitsurfer auch, direkt aus dem Shopregal. Szenenwechsel. Die Isla Margarita vor der Küste Venezuelas. 6 Wochen ist der Strand von El Yaque die Heimat für den größten Surftest aller Zeiten. Neben dem frisch gebackenen Weltrekord Sputnik müssen noch etwa 60 Bretter und 90 Rigs ihre Alltagstauglichkeit unter Beweis stellen. Auf der Isla Margarita findet das Testteam optimale Bedingungen. 35 Grad Lufttemperatur, 26 Grad im Wasser und ein kräftiger Nordostpassat. Alles zusammen in einer Jahreszeit, in der daheim schon der erste Schnee fällt. Auch für Winterurlauber, die auf Starkwind statt Pulverschnee stehen, gibt es wie hier an der Surfstation von Happy Surf und Ski Tours neues Material für den ganz persönlichen Surftest. Erfahrene Surflehrer bringen dem Einsteiger die ersten Manöver auf dem Brett bei. Aber auch Fortgeschrittene lernen von den Profis immer neue Tricks und Kniffe. Der konstante Wind und die warmen Wassertemperaturen garantieren schnelle Lernerfolge. Doch die 12 Surffester verbringen in den kommenden 6 Wochen alles andere als einen geruhsamen Urlaub in der Karibik. Der perfekte Blick aus der Hängematte in den blauen Himmel, ein kühler Drink in der Hand, das alles bleibt leider Vision. Bevor die ersten Bretter überhaupt das Wasser sehen, durchlaufen sie bereits an Land ein umfangreiches Testprogramm. Mit einer mehr als 50 Punkte umfassenden Checkliste und einem ausgeklügelten Computerprogramm werden alle Details an einem Brett einzeln bewertet. Mängel in der Verarbeitung oder schlecht zu bedienende Details wie Mastfüße, Finnboxen oder Fußschlaufen haben keine Chance, den kritischen Testeraugen zu entgehen. Die Hersteller testen ihr Material natürlich selbst auch, testen es gegen Konkurrenzprodukte. Aber die Hersteller testen nicht in dieser Breite. Hier bei unserem Test sind ungefähr 60 Boards und 80 bis 90 Rigs da. Das heißt, wie in diesem Test ist der ganze Markt, wie er sich dem Leser und dem Verbraucher darstellt, repräsentiert. Und bei uns kann er sicher sein, dass er wirklich das Brett empfohlen bekommt, das für ihn persönlich das Beste ist, bezogen auf sein Fahrkönnen und auf sein Gewicht und auf seine Revierbedingungen. Und deshalb ist ein Test im Surfmagazin einfach für einen engagierten Surfer unentbehrlich. Alle Boards für den Test in El Yaque sind in 9 unterschiedliche Testgruppen eingeteilt. Die Segel haben die Tester auf 7 Gruppen verteilt. Dass alle Kandidaten mit den richtigen Konkurrenten verglichen werden, macht diese starke Differenzierung notwendig. Ein Brett oder Segel kann allein durch die Einteilung in eine falsche Segelgruppe Schiffbruch erleiden. Die Zuordnung in die verschiedenen Testgruppen
und die Koordination aller Aufgaben hat Testleiter Kurt Priesner in der Hand. Er weiß immer, wer was wann und wo unter den Füßen hat. Und unter denen haben die Tester in diesem Jahr echtes Dynamit. Die Generation der sogenannten No-Nose-Bretter bringt erstmals seit Jahren wieder sichtbar neue Shapes in den Test. Worin unterscheiden sich nun die brandneuen Renner von den bekannten Boards? Die Unterschiede sind auch schon hier am Schrank ziemlich gut sichtbar. Das Tigerbrett hat eine sehr ausgehöhlte Nase. Das gesamte Volumen ist ins Heck geschoben worden. Das Fanatic-Brett hat eigentlich eine sehr gleichmäßige Dickenverteilung. Auch im Bug ist noch recht viel Volumen. Im Standbereich haben wir viel Volumen. Und die Linien gehen sehr gerade nach hinten, wogegen beim Tiger wir viel mehr Kurve in der Outline haben. Es ist ziemlich interessant zu sehen, dass zwei völlig verschiedene Shape-Konzepte trotzdem ganz im Vorderfeld mitfahren können in dieser Gruppe, was beweist, dass es weniger auf die äußerliche Erscheinung eines Bretts ankommt, als auf kleine Shape-Details und wirklich durchdachte Konzepte. In allen Testgruppen streiten Boards der neuen Generation mit Klassikern um den Testsieg. Wie so oft kommt auch der No-Nose-Trend aus dem World Cup. Dort wurden zeitweise Bretter gefahren, die einem Hinkelstein sehr ähnlich sahen. Doch diese Extreme sind mittlerweile wieder verschwunden. Da selbst erfahrene World Cupper die fliegenden Kisten bei Starkwind nicht bändigen konnten, gingen die Hinkelsteine auch nicht in Serie. Aktuelle Shapes haben abgeschwächte Formen, bei denen die breiteste Stelle kurz hinter der Bordmitte und nicht mehr auf Höhe der vorderen Fußschlaufen liegt. Doch manche Hersteller trauen sich selbst an gemäßigte No-Nose-Designs nicht heran. Die Verunsicherung am Markt ist groß. Der diesjährige Test des Surf-Magazins hat deshalb ganz besondere Bedeutung, da er der erste umfassende Vergleich zwischen den neuen und klassischen Shapes bietet. Auf eine Frage erwarten alle, Tester, Verbraucher, aber auch Hersteller, eine ultimative Antwort. Ist No-Nose Mode oder Revolution? Bereits bei der Vermessung der neuen Boards diskutieren die Tester heftig über die neuen Formen. Jeder hat schon vor dem Test erste Erfahrungen mit den innovativen Shapes gemacht und jeder vertritt seine Meinung hartnäckig. Sie reichen von uneingeschränkt positiv bis zu harscher Ablehnung der No-Nose-Philosophie. Während der anfänglichen Gespräche fallen deshalb die unterschiedlichen Ansichten erbittert aufeinander. Doch der einsetzende Passat verbläst alle trockenen Theorien. Auf dem Wasser muss sich jedes neue Brett erst einmal an den bewährten Erfolgsshapes messen lassen. Drei bis vier Buffon müssen die ersten Rennboliden aufs Wasser. Die Leichtwind-Race-Slalomboards haben einen ganz speziellen Einsatzbereich. Sie müssen sehr früh gleiten, weil das Windlimit bei 11 Knoten ist. Das heißt, man muss 7,5 Quadratmeter auf den Brettern fahren können, ohne dass sich der Trim verändert. Und wie gesagt, sie müssen dann sehr früh gleiten, müssen sehr gut Höhe laufen, weil sich die Regatten eigentlich, das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, immer auf der Kreuz entscheiden. Und bis zum letzten Jahr konnte man oder musste man sehr große Finnen fahren, um diese guten Kreuzeigenschaften zu bekommen. Heute mit den neuen No-Nose-Boards ist es sogar notwendig, kleinere Finnen zu fahren, weil die Bretter mit den großen Finnen nicht mehr zu kontrollieren sind, aber trotzdem sehr gut Höhe laufen. Aber nicht nur Regattafahrer schätzen frühes Gleiten. Auch für den Freizeitsurfer ist dies ein wichtiges Kriterium für den Spaß auf seinen heimischen Revieren. Slalombretter sind zwischen 2,80 Meter und 3 Meter lang und haben ein Volumen von
120 bis 150 Liter etwa. Auch in der Gruppe der Leichtbahn-Slalombretter treten heuer im Test konventionelle Shapes gegen neue Nonos-Shapes an. Konventionelle Shapes, die mitunter, wie der Mistral Schredder, schon etwa 5 Jahre alt sind. Ein weiterer Vertreter der konventionellen Shapes ist zum Beispiel der F2 Vega, der auch schon letztes Jahr im Test war. Ein Vertreter der neuen Generation ist hier zum Beispiel der Tiger 298. Die Idee hinter den Nonos-Shapes ist die, dass durch das geringere Bugvolumen die Bretter leichter zu drehen sein sollen und durch das nach hinten Rücken der breitesten Stelle die Gleitfläche nach hinten verlagert wird und dadurch früheres Angleiten erreicht wird. Mit zunehmendem Wind wechseln die Testfahrer auf kleinere Bretter. Zwischen 4 und 6 Beaufort haben die Mittelwind-Slalomboards ihren idealen Einsatzbereich. Sie verkaufen sich auf dem deutschen Markt seit Jahren am besten. Ihr Volumen liegt zwischen 90 und 110 Litern. Sie haben eine Länge von 2,70 m bis 2,85 m. Wie die Leichtwindboards verteilen sich die 21 Mittelwindboards auf eine Renn- und eine freizeitorientierte Gruppe. Bei den Racern startet eine ganze Schar der neuen No-No-Shapes. Regatta-Einsatz im Slalom heißt der klar umrissene Einsatzbereich dieser Boards. Gnadenlose Beschleunigung, eine sehr hohe Endgeschwindigkeit und gutes Durchgleiten durch Windlöcher, das fordern Regattafahrer von ihren Rennern. Im Gegenzug verlangen die Mittelwind-Race-Slalomboards von ihren Piloten ein sehr hohes Fahrkönnen. Die Powerhalse muss perfekt sitzen und bei Überpower müssen die Boards oft wie ein wilder Stier gebändigt werden. Auf diesen Rennboliden muss man immer voll bei der Sache sein, denn Fehler verzeihen sie nicht. Einen Moment unkonzentriert oder eine falsche Kantenbelastung in der Halse und man riskiert einen wilden Crash. Und wenn hinterher nur das Rennen verloren und das Material schrottreif ist, hat man noch Glück gehabt. Also, wer zum Spaß und nicht im Wettkampf surft, der sollte im Shop besser ins Regal der normalen Mittelwind-Slalombretter greifen. Dort findet er auch innovative Shapes, die aber mehr für den Freizeitsurfer abgestimmt sind. Sie lassen sich deutlich komfortabler fahren und überstehen auch manche Bruchlandungen schadlos. Außerdem erweisen sie sich als treue Gefährten auf dem Weg zur perfekten Powerhalse. Nach 2 Wochen Dauerpower zu Testbeginn bieten die ersten Flautentage eine willkommene Gelegenheit für die Tester, wieder neue Kraft zu tanken. Immerhin registriert das Testtagebuch nach 14 Tagen bereits eine genähte Oberlippe, 3 wieder eingerenkte Lendenwirbel und ungezählte Meter Tape für die zerschundenen Hände. Also es ist in der Tat, es ist schon ziemlich schwer. Du bist, so wie gesagt, 5 bis 6 Stunden auf dem Wasser. Die Hände spüren das natürlich, die Beine, die Knochen, das geht alles ziemlich zu. Aber wie lange der Test, umso mehr die Test dauert, umso einfacher es dir eigentlich geht. Man kann sagen, man tut sich ab und zu schon weh, vor allem viel Kraft auf die Hände, im Kabelwasser viel Kraft auf die Beine. Aber es ist durchzuhalten, man gewöhnt sich daran. Nach 1-2 Wochen kommt man in einen bestimmten Rhythmus rein, dann geht's. Die erste Woche ist meistens die härteste. Viel Sonne, Salzwasser, Kabelwasser. Aber man gewöhnt sich an allem. Es wird langsam dann besser. Nach 2 Wochen haben auch die ersten Testbretter ihr Programm hinter sich. Trotzdem machen sie den Testern noch reichlich Arbeit. Sie müssen sogenannte Rohmanuskripte mit allen wichtigen Details der Bretter erstellen. Testleiter Kutte Priesner begleitet die Tests des Surfmagazins seit den zarten Anfängen. Wir machen Tests seit ca. 14 Jahren. Damals war die Testarbeit noch relativ einfach. Es gab nur 5-6 unterschiedliche Produkte auf dem Markt. Aber auch schon damals wollten die Leute, die halt, sich fürs Windsurfen interessierten, schon wissen, welche Produkte welche Leistung bringen, welche Segel zu diesen Brettern passen. Nur damals haben wir in einem kleinen Team getestet und die Testarbeit war bei weitem nicht so aufwendig, wie es heute ist. Heute ist es sehr wichtig, bei einem Berg von Material, was in den Shops ist und wo auch sehr viele Anzeigen in den Magazinen sind, zu wissen, welches Brett, welches Segel ist gut für welchen Einsatzbereich oder für welches Revier oder für welche Könnenstufe. Tatsächlich ist der Surftest etwas mehr als nur ein paar Mal auf einem Brett übers Karibische Meer zu düsen. Vielmehr läuft das Testprogramm nach einem immer weiter verbesserten Schema ab.
Eine Testcrew besteht aus jeweils zwei gleich schweren Fahrern. Bei den Bordtests waren beide identische sogenannte Vergleichsrigs. Sie sind vom Gabelbaum über die Mastverlängerung bis hin zum Trim exakt gleich. Jeden Morgen checken die Tester den Trim erneut und stimmen die Rigs aufeinander ab. Auf dem Wasser laufen die Testfahrten nach einer genauen Vorgabe ab. Nach einer langen Kreuz folgen einige Schenkel Halbwinds. Dann geht es Raumschutz zurück zum Ausgangspunkt. Dort werden die Boards getauscht und die ganze Prozedur beginnt erneut. Jede dieser Testrunden hat eine Länge von 25 Kilometern. So bringt es die Testcrew auf fast 10.000 Testkilometer. Wir werden jetzt den Slalomboards nehmen. 5-8er Reißsegel, richtig angepowert. Und ich glaube, wenn die Front da kommt, bevor der Regen kommt, gibt es nochmal ordentlich Wind. Ändert sich der Wind, muss schnell entschieden werden, in welchen Testgruppen gearbeitet wird. Wir werden jetzt auf Starkwind-Slalomboards umwechseln, weil der Wind langsam zunimmt. Und ja, hoffentlich bleibt es so. Ich schaue nach oben, da sind ein paar Wolken. Es kann sein, dass der wirklich gut zunimmt. Um exakte Testergebnisse ermitteln zu können, muss immer das richtige Material bei den idealen Windverhältnissen getestet werden. Für einen reibungslosen Testablauf zu sorgen, das ist eine der großen Aufgaben von Testleiter Kutte Priesner. Pretty rough conditions. So we took the high wind slalom in 5.8 and you know we're going downwind, just the fin in and really, really high speed. Was a cool trip. Spaß macht der Arbeitsplatz Surfbrett natürlich auch. Doch ein objektiver Test erfordert von den Fahrern ein sehr hohes Maß an Disziplin. Anders als auf einem Regattakurs darf nämlich beim Test nicht die Taktik oder die Trickkiste die Ergebnisse beeinflussen. Jeder Testfahrer soll das Beste aus seinem Material herausholen. Allerdings muss er immer darauf achten, dass er seinen Partner nicht benachteiligt. Das heißt, beide müssen immer freien Wind und sauberes, nicht vom Vordermann durchflügtes Wasser haben. Andererseits darf aber auch der Abstand zwischen den Testpartnern nicht zu groß werden, da sonst kleine Böen oder Winddreher das Ergebnis verfälschen können. Denn selbst kleine Fehler oder Unachtsamkeiten können bei Brettgruppen wie den Starkwind-Slalomboards eine ganze Testfahrt vermasseln. Die Bretter der Starkwind-Slalom-Klasse sind so um die 2,70 Meter lang, haben etwa 80 Liter Volumen und sollen zwei Anforderungen gerecht werden. Sie sind auf jeden Fall sicherlich einmal Hochleistungsbretter für den oberen Windbereich, für Regatta-Surfer, die absolut Wert legen auf Geschwindigkeit im Downwind-Slalom oder im Acht-Slalom. Das heißt, Angleiten spielt keine Rolle, Beschleunigung ist wichtig und hohe Endgeschwindigkeit. Aber diese Bretter sollen sicherlich auch normale Slalombretter sein für leichte Leute, für 55 Kilo Surfer, für Frauen mit 60, 65 Kilo, die dann die gleichen Eigenschaften wollen wie von den Mittelwind-Slalomboards. Das heißt, ein Schotstart soll möglich sein, sie sollen gut gleiten, sie sollen leicht zu halten sein. In der Gruppe unterscheiden die sich dann also. Da gibt es sicherlich Bretter, die mehr für die Freizeitsurfer abgestimmt sind und mehr Bretter, die für den Regattasport geeignet sind.
dreimal zurück zum World Cup. Auch den besten Surfern nutzt das beste Brett wenig, wenn nicht ein perfekt dazu abgestimmtes Segel für Power sorgt. Profis wie der Australier Bruce Wiley verlangen von ihren Rennsegeln ganz spezielle Eigenschaften. Genau wie der Freizeitsurfer wollen auch sie immer leichtere Segel. Die Worldcupper achten allerdings beim Kampf und das Gramm weniger auf die Haltbarkeit der Tücher. Der Sponsor hat ja genügend für seine Profis bereitlegen. Im Regatta-Einsatz haben sich neuerdings auch die Segellatten als sehr entscheidend erwiesen. Sogenannte Tubes, das sind hohle Carbonstäbe, die die alten Glasfaserlatten ersetzen, machen die Profile der Tücher immer steifer und damit druckpunktstabiler. Anders Bringal vermutet, dass im Jahr 2000 die Race-Segel noch kleinere und speziellere Einsatzbereiche haben. Durch noch breitere Masttaschen, noch stabilere Profile und neue Materialien sollen sich die Rigs immer mehr dem Flügel eines Hängegleiters annähern. Dabei müssen sie noch druckpunktstabiler werden und gleichzeitig besser twisten. Doch was Worldcupper von ihren Rennsegeln fordern, interessiert Freizeitsurfer meist überhaupt nicht. Deshalb setzen die Surftester auf der Isla Margarita ganz andere Prioritäten. Leistung ist für sie nicht alles. Sie legen auch sehr großen Wert auf einen leichten Aufbau der Segel. Erfordert ein Rig Bärenkräfte und gleichzeitig einen Zauberkünstler, um es aufzubauen, ärgert so etwas nicht nur die Tester. Easy Surfing beginnt mit Easy Rigging. Diese Erkenntnis hat sich noch lange nicht zu allen Segelmachern herumgesprochen. Immer kompliziertere Rigs verderben den Spaß am Windsurfen. Deshalb checken die Surftester den Aufrigkomfort bei jedem einzelnen der knapp 90 Segel. Doch das Trockenprogramm der Testkandidaten geht noch weiter. Die Maße für die Gabelbaum- und Mastlänge eines Segels werden noch einmal nachgemessen. Oft stimmen die Aufdrucke auf den Tüchern leider nicht mit den wirklich zu verwendenden Längen überein. Auch die Ausstattung der verschiedenen Testsegel ist sehr unterschiedlich. Welches Lattenmaterial wird verwendet? Sind die Verstärkungen ausreichend? Wie funktionell sind die Camber? Erleichtern die Lattenspanner das Trimmen? Das sind nur einige der Fragen aus der Test-Checkliste. Allein für die Ausstattung eines Segels müssen 20 Punkte überprüft werden. Jeder einzelne bekommt eine Bewertung und wird im Computer festgehalten. Auf die gleiche Weise bewerten die Tester auch die Verarbeitung der Segel. In dem Moment wird nur geschaut eigentlich auf Verarbeitung und auf Qualität. Es ist so, dass Segel sehr unterschiedlich gemacht worden sind. Das sind Segel, die eigentlich mehr oder weniger auf der Stelle auseinanderfallen, obwohl das natürlich übertrieben ist. Es gibt Segel, die sehr, sehr schön, qualitativ sehr, sehr hoch verarbeitet sind. Und da wird drauf geschaut anhand von einem riesen Fragenkatalog, der hat ungefähr 45 Fragen. Und damit wird die ganze Verarbeitung durchgenommen. Wie bei den Boards ist auch bei den Segeln sehr wichtig, den idealen Einsatzbereich zu bestimmen. Wir haben 7 verschiedene Segelgruppen in diesem Test, wovon einige Beispiele hier zu sehen sind. Wir haben am Segelmarkt 2 Basissegeldesigns, also 2 Extreme. Das ist einmal ein Rennsegel, wir bezeichnen das als Race Pro Segel und ein Babe Segel. Die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Segeln liegen zum einen darin, dass Race Segel ein deutlich steiferes Profil haben. Dieses Profil wird in der Regel gestützt durch Gamber Inducer, solche Zangen. Dann hat so ein Segel einen höheren Monofilmanteil, wodurch so ein Segel halt leichter wird. Die Race Pro Segel stammen fast alle direkt aus dem World Cup. Die Segelmacher gehen bei diesen Tüchern keine Kompromisse ein. Es zählt nur der Erfolg. Der Fahrkomfort vielleicht eher dem eines Formel 1 Rennwagens. Bei dem Wave Segel sieht man, dass dieses Profil zum einen weicher ist. Zum anderen haben wir hier eine enge Masttasche, wodurch das Profil auch nicht so rund ist. Außerdem sehen wir, dass bei diesem Segel einige Verstärkungen mehr angebracht sind, weil dieses Segel eben vorrangig auch in Wellen gefahren wird. Eine stabile Konstruktion steht bei den Wave-Segeln im Vordergrund. Auf gute Fahrleistungen können die Wellenartisten meist verzichten.
Dafür verlangen sie bei Manöverhandling absolute Bestnoten. Moderne Race-Segel haben einen sehr flachen Profilverlauf im Kopf und sind im unteren Bereich eher bauchig geschnitten, haben also ihr tiefstes Profil im Centerbereich, im Bereich des Gabelbaums. Das endgültige Profil bekommen diese Segel erst bei entsprechendem Winddruck. Dann sehen sie ähnlich aus wie ein Flugzeugflügel. Ein weiteres charakteristisches Merkmal für ein modernes Race-Segel ist das sogenannte Loose Leech. Darunter versteht man, dass das Segel zwischen den Segellatten praktisch keine Spannung hat. Auch diese Spannung baut sich erst auf, wenn das Segel unter Winddruck belastet wird. Dann spannt sich hinten das Afterleak und das Segel steht in seiner gedachten Form. Doch nicht nur Race-Segel haben mittlerweile ein Loose-Leech-Design. Es ermöglicht einen besseren Twist des Segels in Böen. Dabei lässt das Rig praktisch überschüssige Power durch das wippende, man sagt twistende Top heraus. Das Profil im unteren Bereich des Segels bleibt, wie hier bei Anders Bringal gut zu sehen, absolut stabil. Wave-Segel wirken zum Anfang so, als hätten sie ein recht flaches Profil. Dem ist aber nicht so, denn sobald Winddruck in dem Segel ist, bildet sich eigentlich erst das eigentliche Profil eines Wave-Segels. Dadurch hat das Segel eine Art von Stoßdämpferfunktion. Ein Teil des Drafts geht zum Anfang erstmal in diese Profilbildung und dann kann dieses Segel Vortrieb erzeugen. Zwei Mischformen zwischen diesen beiden Extremen sehen wir vorne vor mir liegen. Auf der rechten Seite ist das ein leistungsorientiertes Segel, was also Richtung Rennsegel geht. Aber dieses Segel hat im Gegensatz zu dem Rennsegel eine etwas schmalere Masttasche im Top und nur zwei Gamber in User. Dadurch ist das Segel vom Handling her deutlich einfacher. Bedingt durch das etwas vollere Profil hat es auch im unteren Windbereich etwas mehr Leistung und erfordert nicht so ein hohes Fahrkönnen, um den richtigen Anstellwinkel zu finden. Auf der linken Seite haben wir ein Segel, das ist mehr manöverorientiert, geht also Richtung Wave-Segel. Wir haben hier allerdings zusätzlich zur Stützung des Profiles zwei außenliegende Gamber-Inducer. Die Segelhersteller bieten also für jeden Einsatzbereich das optimale Segel an. Im Shop hat dann der Käufer die Qual der Wahl. Um die richtige Segelwahl zu treffen, sollte man sehr genau analysieren, was man mit diesem Segel machen möchte. Möchte ich mit dem Segel schnell fahren oder möchte ich ein Segel haben, womit ich gute Manöver fahren kann? Ganz wichtig auch, dass mein Segel zu meinem Brett passt. Also es macht keinen besonders großen Sinn, auf einem Manöverbrett ein leistungsorientiertes Segel zu fahren. Brett und Segelcharakteristik sollen also unbedingt zueinander passen. We'll be right back.
Ja, es ist alles nach Plan gelaufen. Wir sind sehr zufrieden. Wir hatten sehr gute Windbedingungen beim Test und waren vor dem Test auch sehr aufgeregt, wie dieser neue Shape-Trend, der No-Nose-Trend sich darstellen wird im Test und auch wie die Neuigkeiten bei den Segeln sich darstellen werden. Und ja, wir haben alle Ergebnisse in einem großen Packen zusammen und gehen sehr zufrieden zurück nach Deutschland. Wir haben also alles, was am Markt ist, was von Bedeutung ist, hier ausgiebigst in dem Revier in Eliake gefahren bei den unterschiedlichsten Windbedingungen. Die große Frage nach den neuen Shape-Trends, wie wird sich No-Nose in den verschiedenen Brettgruppen durchsetzen, die ist für uns beantwortet und zwar auf die Art und Weise, dass man nicht ein Brett anschaut und wenn es No-Nose hat, muss es von vornherein auch gute Leistung haben. So einfach ist es nicht, sondern es gibt sowohl gute No-Nose-Boards mit sehr angenehmen, komfortablen Fahrleistungen, aber auch mit sehr racigen Eigenschaften. Aber es hat sich herausgestellt, dass auch Bretter im Test dabei sind, die mit diesem Shape-Trend No-Nose versehen sind, aber die doch nicht in der Spitzengruppe vertreten sind. 6 Wochen Surftest in Eliaca auf der Isla Margarita sind um. Alle Ergebnisse im Kasten. Nun müssen die über 2000 ermittelten Noten und auch die subjektiven Erfahrungen in ausführliche Testberichte für das Surfmagazin umgesetzt werden. In den kommenden Monaten finden Sie im Surfmagazin dann Ihren persönlichen Testsieger.